Geht das? Hat er OnlyFans oder wie? Hast du doch, Ben, oder? Weil wir können uns nicht zwangsläufig mal kontrollieren. Das passiert, es ist... Ich habe noch nie über eine Schönheitsoperation nachgedacht. Nachgedacht, eh. Ja, nee, also ich habe sehr intensiv drüber nachgedacht. Ich war so intensiv in meinen Gedanken. Und deswegen wollte ich mich 20 cm kleiner machen, also Beinverkürzung. Ich habe noch nie Geld oder Geschenke für sexuelle Dienste erhalten. Also ich hatte nur Geld für meine OnlyFans-Zeit. Die Miete war schon drin. So, die Miete von der Wohnung. Ach echt? Du hast es wirklich gemacht? Ja, klar. Ich habe noch nie jemandem im Club einen geblasen oder einen geblasen bekommen. Seid doch mal ein bisschen jung und wild, Leute. Seid doch, genau. Es ist doch eine Experience. Mal. Ich war noch nie im Laufe oder in diesen Streams hier erregt. Beziehungsweise hier steht es so für jung formuliert. Ich habe noch nie während eines Streams einen Ständer bekommen. Bitte? Weil du jetzt getrunken hast. Ich habe getrunken. Richtig, ich habe getrunken. Ja? Genau. Ich habe noch nie ein benutztes Kondom von jemandem gefunden. Bei mir war es am Set. Bei mir war es am Set. Oder? Ja, der Name fängt mit K an. Wir machen zum Reinkommen, machen wir eine entspannte Runde. Ich habe noch nie. Das ist ja immer so das Standardformat, so mit dem wir. Aber es sind die Leute schreiben wirklich sehr viele kreative und neue Fragen rein. Das ist immer sehr, sehr korrekt. Genau, wir schauen mal, was so die Antworten sind. Nochmal kurz zur. Also Tim hat jetzt ja gerade auch bei der neuen Villa der Liebe Staffel, der Among Us Staffel mitgespielt, die jetzt auf YouTube und TV Now läuft. Benne, Krass Klassenfahrt, Adi auch schon mal zuletzt bei Krass Klassenfahrt dabei. Das heißt immer so für alle Formatfragen und so, dass wir das auch einmal geklärt haben. Ich habe schon echt einen Sitzen. Mein Gott, das wird gleich los. Die erste Frage. Geil. Ich habe noch nie in meinem Leben Benne nackt gesehen. Oh. Geht das? Hat er OnlyFans oder wie? Hast du doch, Benne, oder? Klar. Ist es so, wenn ihr Krass Klassenfahrt schaut gerade, dann würde man ja denken, dass ich Benne schon mal nackt gesehen habe, wegen der einen Szene. Aber da haben wir natürlich... Da haben wir getrickst. Das müssen wir auch an der Stelle zugeben. Das war auch wieder ein Fake. So, ihr merkt schon, alles ist Fake. Hey, aber, nein, Jonas. Wirklich? Weil mir ist einmal safe das Handtuch runtergeflogen. Ey, das hättest du filmen müssen. Aber das wollten wir doch nicht erzählen. Ja, scheiße. Jetzt haben wir... Jetzt ist es raus. Dann trink auch einen Schluck. Okay, oder hast du nicht hingeguckt? Ich weiß es ja nicht. Aber ja, das ist so ein bisschen... Ich habe es versucht, also ich habe es wirklich bewusst, habe ich versucht zu vergessen. Aber jetzt, wo du mich daran erinnerst, sind die Bilder auch wieder da. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Okay. Und ich trinke einfach, um zu vergessen. Okay, wir hatten schon mal die Fragen, so ob man grundsätzlich was mit einem Fan hatte, aber das ist auf jeden Fall von Lisa hier eine coole Weiterentwicklung. Ich habe noch nie überlegt, mit einem Fan etwas anzufangen. Das ist dann so ein bisschen so die Basis. Man hat vielleicht schon mal geschrieben, vielleicht auch die eine oder andere Nachricht zu viel, dann kam es nicht zum Treffen oder es kam sogar zum Treffen. Also, ich habe noch nie überlegt, was mit einem Fan anzufangen. Was zählt denn als Fan? Das ist doch, sind doch keine Fans. Also, zählt auch allgemein Zuschauer? Ja, das zählt. Ja. Also, wenn die zum Beispiel mich über Instagram kennen und mir da eine DM geschrieben haben, würde das zählen? Ich sag mal so, es müsste dann schon auch so sein, dass sie da deutlich auch so noch so sich als Zuschauer... Okay, dann ich habe schon mal nachgedacht, weil genau, schon mal nachgedacht. Ja, ja. Nachgedacht habe ich auch schon mal. Aber ich habe es noch nicht gemacht, aber jetzt noch nicht. Ja. Okay, ich glaube... Herr Tim, du hast schon mal mehr als nur nachgedacht, oder? Nee, tatsächlich, ja, was soll ich sagen? Also, es kam dann tatsächlich auch zum Treffen, aber hat sich erst beim Treffen herausgestellt, dass die andere Person halt ein Fan war und dann war ich so relativ abgeturnt. Und dann habe ich gesagt, so, ey, lass einen Film gucken, ist voll cool, kennst du auf Netflix, das und das. Dann haben wir es geschaut und dann bin ich auch irgendwann abgezischt. Also, es ist schon ein bisschen unangenehm. Es ist unfassbar, was für eine komische Dynamik das rein. Ich kann es so komplett, es ist so, du triffst dich mit dieser Person. Und wenn sie dann erzählt, ja, oder so komplett nur Fragen darzustellen, alles, es killt jeglichen Vibe. Man fühlt es wirklich gar nicht. Also es ist absolut seltsam. Ich hasse es auch tatsächlich so, man geht teilweise auf ein erstes Date und dann so, ja, ich habe mir zur Vorbereitung all deine Videos mal angeschaut. Also wenn das halt wirklich ein Fan ist, also so unnormal Fangirl, dann finde ich das halt schon ein bisschen härter. Aber wenn man mich einfach mal irgendwo mal gesehen hat, ey, das kann man auch nicht mal verhindern. Nein, das stimmt. Das ist ja auch, an sich ist ja auch nicht schlimm. Das heißt ja auch nicht, dass es ausgeschlossen ist oder so, dass man das gar nicht möchte. Aber so, man will halt gar nicht so viel darüber sprechen dann meistens, was man so macht. Also so geht's mir auf jeden Fall. Ich habe noch nie jemanden für mich strippen lassen. Ach, ganz oft. Nö. Daily. Immer live abends, ne, für Geld bezahlt. Ja. Ah, krass, ja, bei Strippen, Leute. Das Ding ist, ich glaube...
irgendwann wird es passieren, dass wir alle mal strippen werden. Es ist halt, ich verstehe auch komplett so diese Situation, wenn Benne jetzt als einziger strippen müsste, ist halt auch schon so, das ist schon eine heftige Situation. Ich glaube, der Punkt wird kommen. Es wird diesen einen Stream geben, wo Dinge passieren, die wir im Nachhinein auch nicht mehr erklären können. Wo wir halt so sagen, es ist beendet, aber das, was passiert ist, wird nie wieder, das kann man nicht vergessen. Und bis zu diesem Moment werden wir das Format machen. Also es wird irgendwann alles passieren. Es wird kommen. Weil wir können uns nicht zwangsläufig mal kontrollieren. Es passiert, es kann alles passieren, alles. Wir sind Influencer, wir können uns nicht kontrollieren. Richtig. Ich habe noch nie ein Jahr lang keinen Sex gehabt, seit ich 18 bin. Ein Jahr. Also wenn man es noch nicht hatte, trinken, wa? Ja, wenn man es schon mal hatte. Also wenn du schon mal ein Jahr keinen Sex hattest. Seit du 18 bist, also. Ich glaube, es war so ein paar, 9 Monate oder so, aber nicht ein Jahr. Ich habe noch nie über eine Schönheitsoperation nachgedacht. Nachgedacht? Krass, es bleibt viel offen jetzt. Aber wie intensiv habt ihr nachgedacht? Schon intensiv. Schon gemacht, oder was? Ey, es gibt also bei den meisten Stream-Konstellationen, ohne das zu bewerten, aber bei den meisten Stream-Konstellationen müsste fast jeder trinken hier. So ein bisschen ja auch unsere Branche, also es ist halt komplett so normal. Hat doch jeder getrunken. Ja, bei dem Nachdenken, ich meine so bei dem jetzt einen Schritt weiter, dass wir es auch gemacht haben. Ja, nee, also ich habe sehr intensiv drüber nachgedacht, ich war so intensiv in meinen Gedanken. Hast du schon mal irgendwo erzählt, worum es geht? Um welches Körperteil? Nee, glaub nicht. Würdest du jetzt auch nicht machen wollen? Weiß ich immer noch nicht, keine Ahnung. Aber nö, also ich bin da nicht so konkret im Moment dabei, dass ich das machen würde. Da brauche ich dann, glaube ich, noch ein bisschen einen Tritt in den Arsch oder so. Aber das Körper, würdest du verraten, was du machen lassen willst? Nee. Okay. Doch, ja. Hä? Ja, ich weiß nicht, ja, doch. Aber vielleicht will ich es ja auch gar nicht sagen. Nee, jetzt sage ich nichts. Vielleicht sage ich es, wenn ich es gemacht habe. Vielleicht auch mache ich es ja auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ja, kann ja auch sein, dass es eine Kooperation ist und dann musst du das begleiten. Stimmt. Nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Ja, ich liebe es. Ich liebe auf jeden Fall Leute, die Schönheitsoperationen in ihren Stories dann begleiten und sagen, hey. So unangenehm. Würdet ihr sagen, worüber ihr nachgedacht habt, Adi, Tim? Also, was ihr da machen lassen wolltet, wo ihr drüber nachgedacht habt, müsst ihr auf keinen Fall. Bei mir ist es so, meine Hamsterbacken und meine Nase, weil ich meine Nase nicht mag. Ich habe letztens jetzt, ich muss ja meine Hamsterbacken, muss ich auch wegkriegen. Ich habe jetzt gelernt, es gibt sowas wie Gesichtsyoga, dass man sich die, damit fange ich jetzt an. Ich habe mir auch ein Video angeguckt, deswegen. Ja. Es gibt Studien, die beweisen, das bringt so minimal was, das siehst du nicht. Es ist einfach Genetik so. Mhm. Leider. Vielleicht doch eine Schönheits-OP. Vielleicht doch. Tim, was wolltest du? Würdest du, oder musst du es auf keinen Fall sagen, aber worüber hast du nachgedacht, wenn du es sagen möchtest? Also ich war vor ein paar Jahren auf so einem Trip, wo ich echt viele Sachen machen wollte, aber die Sache, die ich jetzt so sagen möchte oder kann, ist, ich wollte mich mal kleiner machen. Ich bin extrem groß. Und die Welt ist einfach alles, das ist einfach alles viel zu groß für mich. Ich stoß mir täglich den Kopf und alles ist so übel klein. Ich muss mich die ganze Zeit immer bücken. Und deswegen wollte ich mich 20 cm kleiner machen, also Beinverkürzung. Aber da habe ich mich dann weiter eingelesen und habe auch mit dem Doktor gesprochen. Und das Ding ist, ich müsste halt dann nochmal so ein neues Gen erlernen und so weiter. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass ich dann irgendwie, wenn da irgendwas falsch läuft, dass ich dann im Rollstuhl bleibe und denkst, okay, mit 1,93 ist es dann doch okay, anstatt dass ich dann irgendwann nicht mehr gehen kann. Ja, ich glaube, das war die richtige Entscheidung. So, wenn das eine Nebenwirkung ist, dann. Ich wäre gerne ein bisschen größer. Ich wäre gerne so, ich bin 1,81, 1,80, wäre gerne so 1,85 oder so. Damit würde ich mich, aber ich bin, also es ist okay. Wie ist es bei euch, Ben? Ich wäre gerne 1,87. 1,87. Wie kommt's? Weiß ich nicht, ich glaube 1,85 ist schon so perfekte Größe, aber so ein bisschen über. Bisschen größer als die, ja. Bisschen noch größer ist dann, glaube ich, noch mal krasser. Boah, ich wäre voll gerne 1,78 oder so. Echt jetzt? Ja. Also ich bin 1,83 so und ich fühle mich zu klein. Ein 1,72. Was natürlich nicht zu klein ist, aber. Ich wäre gerne 1,76. Wie groß bist du? 1,72. Krass, aber du wolltest, du wärst gerne irgendwas mit 1,70 tun, das würdest du dir wünschen. Ich habe noch nie Geld oder Geschenke für sexuelle Dienste erhalten. Immer. Jeden Tag. Das ist quasi mein Beruf. Ich bin Influencer. Ja. Also ich halte nur Geld für meine OnlyFans-Zeit. Hast du mal OnlyFans gemacht? Mhm. Ach krass, wie viel hast du damit verdient, wenn du das sagen willst? Also es ging schon so, also ich sag mal so, die Miete war schon drin, so die Miete von der Wohnung. Ach echt, du hast es wirklich gemacht? Ja klar.
Ich habe gedacht, das wäre ein Joke immer oder so, so ein schlechter. Nein, nein, also das Ding ist, jetzt aktuell mache ich es halt nicht mehr. Krass, wie lange hast du es gemacht? Und was hast du hochgeladen? Die Oberkörperfreie Bilder? Ja, okay, okay. Ja, es war halt wirklich ein schlechter Witz. Ja, ist es. Ich habe dir mehr zugemutet, Jonas. Ich wollte gerade schon googeln. Ich habe noch nie jemandem im Club einen geblasen oder einen geblasen bekommen. Aber im Club noch. Was mit Blasen? Die Verbindung war ganz gut. Ich habe noch nie jemandem im Club einen geblasen oder einen geblasen bekommen. Das ist noch nicht passiert. Auch nicht Club-Toiletten. Traurig, Jungs, traurig. Ja. Es passiert schon relativ viel, ne? Auf so, also generell klar, Club-Toiletten ist nochmal ein anderes Thema. Aber so, also auch an so Tischen und im Club generell, also es ist schon, es passiert schon viel. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen räudig. Es ist räudig, so, ja, auf jeden Fall. Auf eine Toilette, wo so, keine Ahnung, wie viele gekotzt haben und daneben gepisst haben, da hockt sich dann jemand hin, so. Ja. Ist schon, also wie man dann auch so drunk und so dann sein kann, dass man sagt, jetzt hier ist genau der richtige Spot, lass uns doch. Ja. Seid doch mal ein bisschen jung und wild, Leute. Seid doch, genau. Es ist doch eine einfach Experience. Lass doch einfach mal den Trieben freien Lauf, ja. Oder? Seid doch einfach mal animalisch, Leute. Ja. Los mit euch. So cool sind wir leider nicht. Finde ich also jetzt nicht so klasse. Also, ja, ich sehe das ja genauso. Ich glaube, ich würde dann auch eher sagen, nee, komm, dann. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das so erotisch war, dass ich mir einen darauf runtergeholt habe. Jonas, es wird morgen passieren. Wurde mir halt wirklich schon geschrieben, also dass sich Leute da parallel zum Lesen selbst befriedigt haben. Kann man machen, auf jeden Fall. Aber das war nicht die Idee. Also es kann aber. Also es stört mich auch nicht. Also ist auch okay. Ich denke jetzt nicht wegen deinem Buch. Okay. Okay. Welches Buch war es aber? After Passion. Das habe ich tatsächlich zur Vorbereitung auf mein Buch, habe ich auf Wattpad, habe ich mir ein bisschen was durchgelesen. Und ich würde schon sagen, es ist ein Level von, ich dachte mal, After Passion ist jetzt nicht so, aber das ist halt schon explizit so, ne? Schon ein gutes Buch. Also, gut. Nur schon ein richtig gutes Buch. Ich habe noch nie einen Sextraum mit jemandem vom Set gehabt. Egal, was für ein Set? Ja, schon egal, generell setmäßig, ja. Okay, und jetzt nochmal, Tim, jetzt nochmal Moonvibe? Ja, nee. Da nicht. Leider noch nicht. Es tut mir leid, aber vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht passiert es ja noch, ja. Das ist meine erste Produktion erst gewesen mit euch, also es kann ja noch alles kommen. Ja, voll. Ich habe noch nie Sex gehabt und vergessen zu verhüten. Oh, ja, das ist mal passiert. Ihr werdet es erst mal, das war sehr, sehr wack. Beim ersten Mal gleich. Ja, da war ich einfach so, ich erlebe das jetzt, oh, wie krass. Ja. So, und ich wollte da jetzt nicht, ich hatte da auch kein Kondom dabei, dann dachte ich jetzt auch so, ja, scheiße, deswegen ist es abzubrechen. Ich habe das so die ganze Zeit so nicht gefragt, so, wann habe ich das mal, so als Jugendlicher so. Und dann ist es so weit gekommen, dass das kannst du jetzt auch nicht abbrechen, weil du keine Kondome hast. Und dann hatte ich danach noch ein bisschen Struggle, ob sie jetzt halt schwanger ist und so. Und dann habe ich danach so wirklich tagelang sie angerufen, dass sie bitte jetzt, sich jetzt nochmal testen lassen soll und so. Ja, ich hatte ein bisschen Paras danach, aber ja, das war das erste und auch das letzte Mal. Verhüten ist wichtig, auf jeden Fall. Ich war noch nie im Laufe oder in diesen Streams hier erregt, beziehungsweise hier steht es so für Jungen formuliert, ich habe noch nie während eines Streams einen Ständer bekommen, aber generell so, ich habe noch nie mich während eines Streams erregt gefühlt. Wir haben jetzt insgesamt schon 12 oder 13 Streams hinter uns, so, ist es schon mal passiert. Jonas, Das ist der erste Stream. Hattest du ja auch immer mal Besuch bei dir. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, vielleicht war da schon die ein oder andere, ja. Das Ding ist, man sieht ja auch immer nur den Bereich über dem hier. Bei mir wäre das ein Problem auch trotzdem. Doch, war ein guter Joke, aber trotzdem voll. Ja, dankeschön. Mhm. Nee, also ist mir noch nicht passiert. Dir schon, oder was? Bitte? Du jetzt getrunken hast? Ich habe getrunken, richtig, ich habe getrunken. Ja? Genau. Ja. Ach krass, wirklich, ach heftig. Ach was? Bitte? Kannst du mal erzählen? Nee, das erzähle ich nur auf OnlyFans. Oh, Junge. Nee, ich kann es echt nicht, also das sind so die Sachen, es sind wie wir schon gesagt haben, man muss ja während der Streams, muss man zwischen den Zeilen lesen, wie die Dynamiken so sind und dann kann man alles verstehen, man kann sich alles zusammenpuzzeln. In welchem Stream war das? Als Jonas hier war. ich weiß die Nummer nicht mehr. Es war auf jeden Fall einer der letzten 5 Streams. Wer war dabei? Oder verrät das zu viel? Oder sind diese Gäste auch der Grund dafür gewesen? Die Gäste waren, oder der Gast, also die Gästin, oder die Gäste, also Gäste, oder genau, waren auch der Grund dafür. Ach krass, okay. Na gut, Leute, dann wisst ihr auch genau Bescheid, wer das sein könnte. Glaube ich nicht. Also, das Ding ist halt, es waren so viele Gäste zuletzt hier, dass man, also, ne, alles immer,
Aber es gibt einige Optionen. Ja, sicher? Ich glaube auch, ich weiß wer. Wollt ihr beide vermuten? Nein. Aber ich reagiere nicht darauf. Nein. Ja, okay. Mach du, ich mach nicht. Nein, das kann ich nicht. Okay. Nur wenn du auch sagst. Nein, ich mach nicht. Bin ich so böse? Ich genau. Nee, ich will nicht. Okay, dann mach ich auch nicht. Die Antwort auf diese Frage erfahrt ihr in dem Buch. Im Buch. Okay, und wir kommen zur letzten Frage von Ich habe noch nie ein benutztes Kondom von jemandem gefunden. Boah, das ist aber eine Highlight-Frage, du. Nur mal eine Highlight-Frage. Mal, wenn du auf einem Schützenfest bist oder irgendwie so auf solche Feste, dann siehst du nur Kondome. Bei mir war es am Set. Bei mir war es am Set. Die Story hast du doch schon mal erzählt, aber erzähl mir nochmal. Das ist so mittlerweile, es gibt die Momente, wo wir uns wiederholen, wo es auch auf der Rechnung dann drauf stand, da hat das Personal dann draufgeschrieben, die haben uns einfach 50 Euro oder 100 Euro extra berechnet für die Entsorgung eines benutzten Kondoms vom Dach der Location. Und von wem war das nochmal? Weiß ich nicht mehr genau. Aber der Name fängt mit K an. Der Name fängt mit K an vielleicht. Ich weiß es, glaube ich, oder? Ja, der Name fängt mit K an. Ja, okay. Gut.